Hallo, liebe Geschwister, ich habe ein Interview mit Bruder Oliver gemacht. Und er hat mir erlaubt, dieses zu Ehren des Herrn auf YouTube zu stellen. Viel Freude dabei und euch jetzt Gottes Segen und der Friede sei mit euch. Hallo, Moin, hi. morgen, hörst du mich? Ja, du Gut, mich ich dich, auch? ja. Super. Hi. Ich wollte Danke sagen, dass du mir erzählst. Ja, gerne. Okay. Gerne. Schön. Wie bist du denn zu Jesus gekommen? Schon von klein auf oder wie kam das? Also ich habe schon als Kind damals, da war ich so 7, 8 Jahre alt, da habe ich schon immer an Jesus auch gedacht Ja. früher. Wenn ich zum Beispiel allein im Bett lag, weil ich war zum Beispiel früher ein Mensch, ich hatte immer Angst im Dunkeln gehabt, dann habe ich zum Beispiel Ja. auch immer oft, also ich kann mich noch so grob erinnern, dass ich da früher auch schon an Jesus Christus gedacht habe und es war aber immer im Hinterkopf, Jesus Christus, Okay. immer. Das ist schön. Und das ist auch wunderbar, ja. Ich habe auch gerne schon früher als Kind so Jesus-Filme geschaut und ja, es war immer, also ich kann es jetzt noch nicht mehr so erfassen, aber ich bin mir sicher, dass es immer eine tiefe Trost war schon, ne, früher als Kind schon. Ja. Das war, weil ich bin ein Mensch, ich erzähle erstmal so von meiner Kindheit so. Ich komme aus einer Familie erst, wo Eltern getrennt waren Ja. und so hin und her gerissen war das alles. Und ich wusste selber nicht so, wer ich war, weil ich total Identität gesucht habe und ich wusste nicht, wer bin ich überhaupt. Ich wusste das überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Das war Mir kam bestimmt das, schwer, ne? schwer war das ja, weil ich mich hin und her gerissen gefühlt habe und ich habe immer gedacht, so was ist richtig oder was ist falsch, weil ich muss von mir ehrlich sagen, ich war ein Mensch, der sehr, sehr ängstlich war, ein sehr zurückhaltendes Kind und ein sehr sensibles Kind. Sehr schüchtern, ich habe kaum gesprochen im Leben, gar nichts. Wow, Und ich preis habe, dem Herrn jetzt, ne? preisen wir den Herrn, ne? Ich habe nur Menschen beobachtet. Also ich habe nur meine Antennen ausgefahren, Menschen beobachtet, aber mich selber habe ich überhaupt niemals reflektiert, einfach aus Angst. Ja, Einfach verstehe nur ich. zu gucken, Ja. Masken aufzubauen und ich konnte, das ging so weit, also in meiner Jugendzeit habe ich das mehr so vergessen alles. Da habe ich mal so Schritte gemacht, so mit Alkohol auch, so und habe ich gedacht, so, okay, so schlimm ist das Leben überhaupt gar nicht. Aber dadurch habe ich aber ganz schnell gemerkt, so dass ich in den Fokus Sünde reingegangen bin. Ja. Ich habe aus meiner Seite her, aus meiner verletzten Wunde, ich habe ja meine Identität gehabt in einem Bereich, was eigentlich gar nicht gesund war, Ja. weil ich eigentlich nur aus Angst gelebt habe und es war eigentlich praktisch nur eine Angstwurzel, wo ich versucht habe, Aufmerksamkeit zu erregen, um auch die Aufmerksamkeit oder Liebe, was ich früher gedacht habe, was Liebe ist, von Menschen zu bekommen, nur nicht alleine zu sein auch. Und da habe ich früher gedacht, so, das muss es so sein, das Leben. Aber dann habe ich immer einen Durchbruch erlebt. Das war dann 2015, Okay. wo ich meinen ersten Burnout hatte, so, ne? Ja. Und Ich. ich war auf einer Technikerschule und ich habe immer meine Leistung, habe ich auch meine Identität gesehen. Wenn ich leiste, dann bin ich was. Ja. Und ich habe gemerkt, so, das ist gar keine Richtung für mich. Aber der Druck war, ich möchte es schaffen. Und das hat mich Kenne ich. auseinandergerissen. Ja. Ne? Und boah, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so, ich hatte blaue Lippen gehabt. Also so sensibel bin ich. Geht nicht mehr. Ne? Und dann habe ich nach Wahrheit gesucht. Was ist in mir eigentlich? Oder wer, wo ist die Fülle? Ja, wo Weil komme ich im ich her, Herzen. ne? Ja. Und ich habe immer so ein Vakuum in meinem Herzen gehabt. Und das Schlimme war, es hat sich immer traurig angefühlt. Es hat sich so eine Leere angefühlt und ich habe auch Marihuana geraucht Ja. und dadurch habe ich, war ich so sensibel. Ich konnte Menschen, also ich habe eine früher schon eine Sichtweise gehabt, so ich konnte Menschen mal gut auf Menschen eingehen, so auf Gespräche und sowas. Das ging alles, ne? Aber für andere war ich eine Hilfe, aber mir selber, das ging gar nicht. Ich wusste mit mir selber gar nicht, was ich anfangen soll mit mir, ne? Wie ich zu Jesus kam, ist, ich habe eine ganz schwere Depression gehabt am Ende. Ja, ich wollte kurz sagen, mit der Das ist Depression, das kenne ich auch. Ich kenne das. heftig, ja. Ich habe nur geschlafen, ich habe im Schlaf meine Ruhe gehabt, nur. Aber während Okay. des Tages, es ging gar nichts mehr. Ich habe Zwangskontrollen gehabt
Also da leide ich noch ein ganz wenig noch heute dran, aber Jesus hat mir schon so weit geholfen, ne? Super. Ich musste vorm Spiegel stehen und meine Narben kontrollieren, sowas. Das sind Zwänge gewesen, die so eine Tiefe gingen. Ich habe mir mein eigenes Gefängnis aufgebaut. Eigentlich habe ich immer nur in meinem Kopfgefängnis gelebt. Okay. Und das war so, ich konnte keine Schritte machen, niemals über den Tellerrand. Es ging einfach nicht. Ich habe auch Buddhismus mal ausprobiert, aber es war keine Fülle. Es hat mich nicht erfüllt. Und wie ich zu Jesus kam, ist, ich habe Schon im 2019 angefangen, in der Bibel zu lesen. Ja. Und ich habe das komplette Neue Testament einmal gelesen. Und dann habe ich zum ersten Mal erfahren, dass wir auch irgendwann einen neuen Körper bekommen, wenn wir in den Das Himmel ist super, ne? hochfahren. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, wow, es ist ein kompletter Neuanfang. Weil ich habe früher immer schon gedacht, ich möchte in einer anderen Haut stecken, weil ich mich innerlich nicht wohlgefühlt habe. Ja. Und da habe ich den Trostempfang von Jesus Christus. So, das ist so diese tiefe Lebendigkeit, die ein wirklich ein ganz neues Leben schenkt. So, und da habe ich zum ersten Mal Trost gefunden. Und dann habe ich jeden Tag eine Bibel gelesen, jeden Tag. Und dann habe ich so ein Sündenbewusstsein bekommen, dass ich getan habe, ich muss Buße tun. Ich bin so ein Sünder, bin ich. Und wie ich mit Menschen Krass. umgegangen bin, ich habe Menschen manipuliert, da bin ich erst davor überhaupt noch nicht drauf gekommen, ne, mit meiner Verletzung, wie viele Ja. Menschen ich verletzt habe, ne? Und da habe ich nur gedacht, so, boah, das geht ja gar nicht so. Das geht ja gar nicht so. Und dann habe ich noch meinen Zwang mit drin verwickelt, Ja. auch mit, was ich alles getan habe. Und aber ich muss sagen, wie es in der Apostelgeschichte steht, ne? So, ich habe mich am 26.04. dann taufen lassen. Cool. Der Übergang vom alten Menschen in den neuen Leben, das war so. Also ich habe so eine schwere Last in meinem Kreuz gehabt, aber wo ich meinen alten Menschen begraben habe, durch die Wassertaufe und auferstanden mit Jesus Christus, ich habe mich gefühlt wie eine Feder. Ja, Es genau. war Darf ich so dich ein fragen? Wunder. Ja klar, Entschuldigung. gerne. Wassertaufe. Das ist ein Gefühl von Schweben, ne? Wenn du rauskommst. Ja, Amen, Toll. Amen, Amen. Halleluja. Und das Tolle ist, ich habe 2 Monate lang so gelebt. Wow, Halleluja. Und ich habe dann auch angefangen, schon mit einem anderen Bruder mal für andere Menschen auf der Straße dann direkt zu beten, auch Ja. die Menschen zu Jesus führen, was ich auch heute tue, für Obdachlose beten. Also, wir haben Pastoral, auch Krankengebet, super. mache ich auch. Auch ich will schon versuchen mit Evangelisieren, einfach die Leute von Jesus erzählen, wie Jesus uns befreit, dass wir Buße tun müssen, dass nur Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und das ist so. Das bewegt mich, das bewegt mich. Und auch die Taufe des Heiligen Geistes, also auch die Gabe, die ich bekomme, Sprachengebet und die Ja. anderen Gaben, muss ich einfach gucken, was das noch für Gaben sind, die ich, aber das wird nach der Zeit kommen, ne? Und dann bin ich einfach dem Herrn dankbar, ne? War das bei dir Wow. auch so, dass du vorher vor einem Sprachengebet Ja. Angst hattest? Also Ja, von dem Hören, ja. was man so hört, ne? Ja, es geht. Ja, es geht eigentlich vom Hören jetzt. Also, wo wir die Taufe des Heiligen Geistes bekommen haben, Ja. da, wenn ihr was, ihr könnt einfach sprechen. So, Genau. ne? Aber ich habe es noch nicht getan irgendwie. Ich habe es einfach irgendwie nicht getan, ne? Und, Ja. aber ich habe es später einfach gemacht und dann klappt das einfach, ne? Das war irgendwann, ja, ich sag mal, 1, 2 Monate später habe ich dann die Gabe des Sprachengebets dann bekommen, ne? Und boah, das baut so mega auf, ne? Das ist Das ist so noch mal Hammer. eine Spur größer, noch viel größer Ja. als das Gefühl, wo du aus dem Wasser rausgekommen bist. War Ja. bei mir auch, ne? Das Amen. ist, boah. Aber der Übergang, das muss ich einfach sagen, das möchte ich auch den Menschen mitgeben. Ich war so ein ängstlicher Mensch. Ich bin nach Hause gerannt. Ich habe Verfolgungswahn gehabt. Ich habe gedacht, ich würde, wenn ich geraucht habe früher, ich musste in ein Auto reingucken, dann werde ich erschossen. So weit habe ich in meine Angst gedacht. Boah. Und ich konnte nicht durch die Städte gehen. Ich hatte so eine Versteiftheit gehabt, aber nach der Taufe, ich kann zu den Menschen zugehen auf der Straße, für die Menschen beten in der Öffentlichkeit. Ich kann zu den Menschen einfach hingehen, ohne Schamgefühl. Ich stehe zu Jesus Christus und Das das ist ist. so ein Geschenk, ne? Und man hat so innerlich das Gefühl, man nicht man muss, sondern man hat so ein Drängen, den Menschen von Ja. Jesus zu erzählen, ne? Lebendiges Wasser, was Ja, übersprudelt. genau. Halleluja. Das will man Halleluja. abgeben. Abgeben, ne? Ja. Amen. Haben deine Verwandten oder deine Eltern, wo du Jesus neu geboren wurdest, Ja. haben sie die Veränderung gemerkt?
Also merkt man schon, ja. Auch meine Eltern verändern sich schon, weil ich auch für meine Eltern bete, ne? Die verändern sich schon alle. Super. Also ich komme aus einer Familie, die jetzt nicht gläubig ist. Also mein Großvater ist gläubig. Also das ist noch so, weil mein Großvater, der hat auch Bibelstudium, macht ganz klassisch so im Ja. Büro. Und der hat immer noch auch dieses Väterliche gehabt, wo er uns auch so als Kind noch so ein Buch vorgelesen hat im Bett, ne, und so. Und das hat geprägt. Das war immer so der Gottesgen dann in mir so, Ja. dass da immer diese Hoffnung auch ist, ne, und ja, schlussendlich kann ich einfach nur danken, weil Opa auch mal für uns gebetet hat, dass man durch so eine Krise schlussendlich immer zu Jesus gefunden hat, ne. Das war so dieses Gottesgen, was immer gesprudelt hat, und da bin ich einfach Jesus dankbar. Ja, das Halleluja. wünsche ich. Halleluja. Das wünsche ich mir auch für jeden Menschen, dass jeder Jesus kennenlernt. Ja. Weil jeder, wer Jesus nicht in sein Herz aufnimmt, Ja. der ist ja verloren. Und Ja, man das ist die möchte, Wahrheit, man führt ne? dann durch den Schmerz mit und möchte nicht, dass die Menschen verloren gehen. Na? Ja. Das ist wichtig, ne? Ja. Also da setze ich mich auch gerne für ein, ne? Also wenn ich die Menschen treffe, also es ist nicht immer, dass ich Leute anspreche, aber viel Obdachlose. Ich bitte auch für Obdachlose, einfach die Agape-Liebe weiterzugeben, diese göttliche Liebe, Genau, ne? ja. Das ist, wenn hier Menschen hilfebedürftig sind, dass man diese Liebe weitergibt. Und das trainiert sich immer mehr. So, dass Ja. man wie auch in der Apostelgeschichte, ich möchte so leben, wie es in der Apostelgeschichte auch steht, und Machen wir auch. Halleluja, Ja. Halleluja, Halleluja. Im Moment Ja, und kann. Entschuldigung. schön, ja. Im Das ist ja Moment kann mein. man das ja nicht so machen. Ja, Ne? stimmt, ja. Ja, wegen Corona und so, ne, ist es halt ein bisschen, ja. Aber es bewegt mich, ne. Jesus treibt mich nach vorne. Und das ist so ein wunderschönes Geschenk. Und was das so Schöne ist, Jesus hat ja am Kreuz alles vollbracht. Wir leben ja heute eine Gnade. Le Jesus streckt ja schon seine Hand aus. Ja. Und Jesus wartet ja einfach nur, dass wir Buße tun und umkehren und dass wir Genau. seine Hand ergreifen. Und wenn Ja. wir am Weinstock sind, am lebendigen Baum, ne, so, dann ist das so, dann haben wir auch die Kraft, dann bleiben die Blüten, dann sprudelt das Wasser über. Und mit diesem Wasser, das ist wie, wenn Kinder von der Rutsche runterrutschen ans Ja. offene Meer, so bis in die Ewigkeit. Und wenn wir da drin bleiben, werden wir immer die Fülle verspüren. Das Das stimmt, ist ja. das Schöne, ne? Halleluja. Wenn man auf die Straße geht, mache ich das so, dass ich den Heiligen Geist vorher vorschicke und dann einfach still werde innerlich und dann einfach abwarte, wen ich ansprechen soll. Ja, guck mal, cool. Das ist dann so ein Gefühl, dann bekomme ich so einen kleinen Gedanken, spreche die Person jetzt an. Amen. Ah, cool. So, Halleluja. ja. Aber das ist bei mir genauso. Vorher beten wir dafür, so Heiliger Geist, leite mich, leite mich, Ja, leite ja. mich. Halleluja. Schön. Und hast du Familie? Bist du verheiratet Gar oder? nichts. Also ich bin wie Apostel Paulus, bin ich Single, ne? Und Okay. mal gucken, wo der Dienst gehen wird. Vielleicht werde ich vielleicht eine Frau haben. Also ich bin jetzt noch unentschlossen. Ja. Aber ich würde auch gerne in den Dienst gehen, ne? Also es ist noch sehr noch am Überlegen, ne? Folge da einfach deinen. Ich habe heute von Norbert Witte die Morgenandacht gehört. Ja. Ich wollte gerade sagen, folge deinem Herzen, aber das Herz kann auch einen trügen. Das war ein Thema der Andacht. Man Ja. soll dann Gott einfach fragen: Was willst du Ja. für mich? Ah, Na? Schön. Aber ich habe zum Beispiel so eine Eingebung bekommen, dass Gott mich erstmal gesund machen möchte, auch seelisch und vom Herzen auch. Ja. Also war ich auch ein ganz lang. Ich bin jetzt nach der Taufe auch einen viermonatigen Heilungsprozess gegangen. Also es war echt eine schlimme Zeit erst noch. Also Glaube dass ich ich durch dir. die Angst gegangen bin, weil wenn wir durch die Angst gehen, dann werden wir auch frei. Mit Gottes Ja. Kraft zusammen, durch die Angst. Und dass wir auch gleichzeitig aber auch die Lügen in unseren Herzen rausfischen. Weil umso mehr Lügen rausgehen, umso mehr wird das sichtbar, was in unserem Herzen ist. Das Ja. Vollkommene, denn jeder Heilige Geist, Jesus Christus in unseren Herzen. Und wenn wir diesen Irrglauben immer mehr rausfischen, dann kommen wir auch immer mehr in das sprudelnde Wasser rein.
und erkennen, wenn wir frei sind, dann sind wir wirklich frei und der Genau. Heilige Geist bleibt. Und das ist doch so ein Genau, wunderschönes das, Geschenk. ja, das bleibt dann einfach die Freiheit, ne? Amen. Und der Frieden bleibt. Halleluja. Schön. Das ist so wow. Und ich habe auch diese Ausstrahlung erst, seitdem ich getauft wurde, ne? Das ist Das so. ist herrlich, ne? Amen. Halleluja. Also ich möchte jedem Menschen ans Herz geben, egal wie stark die Depressionen sind. Ich hatte 15 Jahre Depression gehabt. Ich kannte mich selber nicht. Ich habe nur im Vakuum gelebt und Jesus befreit. Wirklich. Das Ziel ist einfach richtig die Hingabe zu Jesus Ja. in Demut. Wenn wir Jesus unser Herz öffnen und wirklich öffnen und bereit sind, loszulassen, das Wichtigste ist auch loszulassen, nicht mehr an Dingen festzuhalten. Wenn wir wirklich Genau. im Vertrauen loslassen, dann können wir wirklich diese Freiheit verspüren, weil Jesus fängt uns immer auf mit seiner göttlichen Hand. Und das ist das Geschenk, dass wir uns in Jesus verlieren können. Und das ist das Ziel. Ja, ich wollte dazu ergänzen, wenn du jetzt in deiner Wohnung Sachen, also die Sachen sind alle weg, ne? Und Ja. wenn du die nicht alle mehr hast, so geht es mir, dann ich habe jetzt keine Angst, wenn alles weg wäre, weil ich weiß, Jesus versorgt uns, ne? Amen. Und dann jetzt mit der Angst, wenn man die Angst hatte und die Erfahrung Ja. hatte, dann tut man auch, dann ist man auch standhaft dann, wenn Bedrängnis Richtig. dann kommt, ne? Das Und ist dann echt kannst du freien Halleluja. Herzens sagen, ich habe keine Angst. Richtig. Amen. Halleluja. Halleluja. Nur das ist, der Glaube ist da, der ist immer der Glaube. Ne? Wie ein Senfkorn, der Glaube, dann können wir Berge versetzen. Ja. Es ist nur wichtig, dass nicht der Unglaube einen übertrifft. So, und das ist mal wichtig, dass wir den Unglauben immer sagen, so nein, sondern den Glauben vertrauen, den Glauben und nicht den Lügen einen Raum geben, so. Das ist mir manchmal viel oft noch passiert, dass man schnell auch, weil ich ganz starke Anfechtungen auch habe, wenn ich Ja. besonders auch mal, wenn ich für Gottes Reich arbeite, dann versucht da Widersacher, mich immer zu verdrehen, ne? Aber ich bin sehr standhaft geblieben, sehr standhaft, ne? Und Super. ich danke, das hat der Herr dann auch belohnt, ne? Dass man einfach standhaft ist, ne? Nach der Ja. kurzen Zeit, dass man diese Freiheit hat, diese Entschlossenheit auch. Ich brenne dafür einfach, ne? Und das ist Ich so. auch. Halleluja. Ich habe das so, wenn ich Gedanken habe, so negative Gedanken, Ja. dann ist es eine große Hilfe für mich, wenn ich in Sprachen bete, ne? Und dann ist Amen. es komplett von einem Moment weg. Richtig, Und dann sage Halleluja. ich danke, Vater, Halleluja, ne? Amen. Ja, schon eine mächtige Gottes Waffe, ne, gegen Anschläge, ne? Das Ja. Sprachengebet. Halleluja. Ah, schön. Das freut mich einfach. Sollen wir noch Gerne, wir zusammen können beten? gerne, gerne. Möchtest du anfangen? Ja. Okay. Lieber Vater, ich danke dir jetzt für das gute Gespräch. Und danke, dass wir alles in deine Hände legen dürfen. Und dass du alles unter Kontrolle hast, Herr. Wir lieben dich von ganzem Herzen und danken für deine Liebe, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gebracht hast. Ich danke dir, dass er für unsere Sünden gestorben ist und wir das Geschenk einfach nur annehmen müssen. Und ich möchte auch beten für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass viele ihn kennenlernen und dass du ihre Herzen anrührst. Amen. Amen. Halleluja. Ich danke dir, Gott Vater, mir für das wunderbare Gespräch mit Julian, dass wir uns austauschen können. Ich danke dir, Gott Vater, mir für das Zeugnis, dass das Zeugnis auch Menschen berührt, die in Traurigkeit und Verzweiflung stecken. Und Halleluja, Jesus Christus, ich danke dir für das wunderbare Geschenk, für das Gnadengeschenk, dass wir die Taufe des Heiligen Geistes haben, dass uns der Heilige Geist weiterleitet. Dass wir für Gottes Reich brennen, gerade für Christen, die neugeboren sind, dass sie immer ein Weinstock bleiben, das ist mir ganz wichtig, dass sie auch wirklich einen schmalen Weg gehen, Jesus Christus und der breite Weg. Ich weiß, der breite Weg, der führt immer dahin, dass wir uns dann schnell verlieren, aber ich bete für die Menschen, dass sie am Weinstock bleiben, am lebendigen Wasser.
dafür bete ich für all meine Geschwister aus aller Welt. Und ich möchte auch für meine Mitmenschen beten, die noch nicht bei Jesus Christus sind, dass die ganze Gnadenwelle sie über sie einnimmt, dass sie in ihren Herzen Gottes Funken verspüren und erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir diesen einmaligen Schmerz verspüren und erkennen. Wir müssen umkehren, Buße tun. Das ist dieser Schmerz, dass wir merken, so, wir gehören woanders hin, nicht in dieser Welt, sondern wir gehören zu Jesus Christus, denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und der Weinstamm, wir sind die Rebe. Und das ist das Wichtige, dass die Menschen umkehren und Buße tun, gerade auch in unserer Stadt, wo man so viel Verzweiflung auch sieht, dass sie, ja, berührt werden von Jesus Christus. Halleluja, ich danke dir, Jesus Christus. Ich danke dafür, auch für meine Gemeinde möchte ich beten, für alle Gemeinden auf der Welt möchte ich beten, dass sie die lebendige Beziehung zu Jesus Christus führen, die Taufe mit dem Heiligen Geist und durch die Kraft des Heiligen Geistes, denn der Heilige Geist ist unser Kompass, der uns leitet, auch durch die Heilige Schrift, dass wir das erkennen in unserem Leben. Amen. Amen. Halleluja. Wow, also ich habe gerade in Gedanken vom Heiligen Geist noch bekommen, ein Bibelvers für dich. Amen, danke. Johannes 9, ja. Vers 10. Amen, cool. Kannst du mir das gleich nochmal aufschreiben, weil ich bin manchmal schnell vergesslich. Ja, mache ich. Ja, ich kenne das schön. Mit dem Vergessen auch mal so ab und zu, ne? Danke. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir, Julian, auch. Und preisen wir den Herrn. Du bist gesegnet und deine Familie auch. Danke. Und ich spreche den Segen auf deine Familie aus im Namen Jesu, die noch nicht zu Jesus gefunden haben, dass er sie leitet. Und alle deine Freunde und mit denen du schon über Jesus gesprochen hast, die das noch nicht annehmen konnten, dass sie es annehmen können. Amen. Und ich wünsche dir Frieden, Bruder. Danke, den wünsche ich dir auch, ne? Gottes Frieden und Gottes Ruhe, ne? Halleluja. Alles Liebe dir. Alles Liebe auch dir, ne? Und deinen Lieben, ne? Mach ich. Danke dir.